Amen. I'm on page 93 of your notes. Wir befinden uns auf Seite 93 im Heft. Between 9/11 and the midnight cry, there is a three-step testing process. Zwischen dem 11. September und dem Mitternachtsruf, da gibt es einen dreifachen Testprozess. And the second test is always a visual test. Der zweite Test ist immer ein sichtbarer Test. And our visual test is to recognize the distinction between truth and error. Und unser Test ist, dass wir den Unterschied erkennen zwischen Wahrheit und Irrtum. Mark shared with us the history of Elijah. Mark hat mit uns über die Geschichte von Elia gesprochen. One of the lessons in the story of Mount Carmel is this very truth. Und eine der Lektionen, die wir aus der Geschichte vom Berg Karmel lernen können, ist genau diese Wahrheit. The prophets of Baal and the priests of the groves presented their message. Also die Propheten Baals und die Propheten der Asherah, sie präsentierten ihre Botschaft. Elijah presented his message. Elia hat seine Botschaft dann präsentiert. And the Lord demonstrated which was the true prophet. Und der Herr hat dann offenbart, wer der wahre Prophet ist. Carmel is an illustration of making a distinction between the true prophetic message and the false prophetic message. Also Carmel ist eine Illustration für diese Unterscheidung zwischen der wahren und der falschen prophetischen Botschaft. This argument is going on in this movement right now. Genau dieses Argument geht in dieser Bewegung gerade herum. And what Future for America has repeatedly said, und was Future for America wiederholt gesagt hat, show us from the word of God where we're wrong, so we can correct ourselves. Zeigt uns aus dem Wort Gottes, wo wir falsch liegen, und dann berichtigen wir uns auch. But the responses have been character attacks. Aber alle Antworten darauf waren Angriffe auf Charakter. Attacks on motivation. Auf unsere Motivationen. Complaints about the pain that has been caused. Ja, und Beschwerden darüber, was für ein Schmerz das verursacht. The response has been an emotional response. Die Antwort war eine Antwort, die auf Emotionen beruhte. As we've presented the truth in contrast with their error, they've responded emotionally. Als wir die Wahrheit präsentierten, die ja im Gegensatz zu dem Irrtum, mit ihrem Irrtum stand, da reagierten sie emotional. They still are. Und das tun sie immer noch. Don't lose the fact. Und vergesst auch nicht die Tatsache, that what the prophets of Baal did all day long was cut themselves and cry out. Das, was die Propheten von Karmel ja den ganzen Tag lang gemacht haben, ist, dass sie sich geschnitten haben und laut geschrien haben. They were seeking to elicit an emotional response. Und sie taten das, um eine emotionale Reaktion hervorzurufen. A second witness for this is the 12 rods that were taken into the most holy place. Into the holy, most holy place. Ein zweites Zeugnis dafür waren die 12 Stäbe, die in das Allerheiligste hineingebracht wurden. Only one of those rods budded. Nur einer dieser Stäbe sproste. Thus proving that only one of those rods was receiving the latter rain. Und das beweist, dass nur einer dieser Stäbe den Spätregen empfangen hat. In this argument that's going on in this movement. Und in diesem Argument, das in dieser Bewegung jetzt thematisiert wird. Don't miss the fact. Bitte vergesst oder überseht bitte nicht. That this ministry is the ministry that is still opening profound truths from God's word. Dass es genau dieses Ministry ist, das immer noch neue Wahrheiten in Gottes Wort eröffnet.
That's und wichtige Wahrheiten eröffnet. That's the story about the rod that budded. Das ist die Geschichte von dem Stab, der sproste. Now I know to say that can sound self-serving, but I don't know how to say it any other way. Ich weiß, das kann so klingen, als würde man sich so ja, selbst darstellen, aber ich weiß auch nicht, wie man das in irgendeiner anderen Art und Weise sagen kann. There's a Greek word in the New Testament translated as heresies. Or heresy. Da gibt es im Griechischen ein Wort, das als Heresien übersetzt wird. In the English, it usually means false teaching. Im Englischen heißt es normalerweise falsche Lehren. But if you get into the Greek, it has a broader meaning than that. Aber wenn man ins Griechische geht, dann hat es eine weit gefasstere Bedeutung als nur das. It's not simply a false teaching, it's a false teaching that gathers a group around it. Es ist nicht nur eine falsche Lehre, sondern es beinhaltet immer auch eine Gruppe, die diese Lehre vertritt. In your notes on page 93 under the definition of heresies. Im Heft auf Seite 93 unter der Definition von dem Wort Heresien. Under, in here. Ja, darunter. You'll see the places where this Greek word occurs in the New Testament. Da seht ihr Stellen aus dem Neuen Testament, wo dieses Wort gebraucht wird. And there's only three times that it comes, it's translated as heresy. Und davon gibt es nur drei Stellen, wo es als Heresie auch übersetzt wird. But there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 times where it's translated as sect. Aber darunter seht ihr 6 Stellen, wo es als Sekte übersetzt wird. So, if someone has a false teaching. Also wenn jemand eine falsche Lehre hat, it's a false teaching. Dann ist es eine falsche Lehre. But it becomes a heresy when there's a group of people that accept that false teaching. Aber es wird eine Heresie, wenn dann eine Gruppe kommt und diese falsche Lehre annimmt. But I'm just going to take one of the references because of time. Ich möchte jetzt hier nur einer dieser Beispiele herausgreifen aus Zeitgründen. And I've made this point a couple times. I've heard Mark make this point. Und ich habe schon Mark öfter diesen Punkt machen hören. The Bible says that the Lord allows heresies in order to show who is approved of God. Die Bibel sagt, dass Gott diese Heresien erlaubt, um dann zu offenbaren, wer wirklich der Wahrheit folgt. Go to 1 Corinthians 11, verses 18 and 19. Wir gehen zu 1. Korinther 11, Verse 18 und 19. 1. Korinther 11, Vers 18 und 19. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Und Parteiungen können auch hier Sondergruppen sein. The Lord allows heresies in order to manifest, which means bring to view who's approved and who's not approved. Also der Herr erlaubt Heresien, bei uns hier Parteiungen, um zu zeigen, oder um ja, damit sich die Bewährten offenbar machen können. Damit sie offenbar werden, wer bewährt ist. Okay, a rather long quote, and I'm not going to read all 6 paragraphs, but we're going to read 4. Also jetzt haben wir ein Zitat aus 6 Paragraphen und 4 davon werden wir lesen. Number 154.1. 4 paragraphs in a row. Then we'll comment on it. Wir lesen die ersten 4 Paragraphen, starten auf Seite 93, 154.1. Petrus ermahnt seine Brüder zu wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wenn Gottes Kinder in der Gnade wachsen, werden sie auch beständig ein klareres Verständnis seines Wortes erlangen. In seinen heiligen Wahrheiten werden sie neues Licht und Schönheit entdecken. So war es zu allen Zeiten in der Geschichte der Gemeinde und so wird es bis ans Ende bleiben.
Doch wo das wahre geistliche Leben abnimmt, herrscht stets die Neigung, im Suchen nach Erkenntnis der Wahrheit nachzulassen. Die Menschen geben sich mit dem Licht zufrieden, das sie bereits aus dem Worte Gottes empfangen haben, und vernachlässigen ein weiteres Forschen in der Heiligen Schrift. Sie erstarren geistlich und trachten danach, Diskussionen zu vermeiden. Die Tatsache, dass es unter dem Volke Gottes keine Lehrstreitigkeiten und keine Erörterungen gibt, sollte nicht als schlüssiger Beweis dafür gelten, dass es an der gesunden Lehre festhält. Es besteht Grund zur Befürchtung, dass es Wahrheit und Irrtum nicht deutlich unterscheiden kann. Wenn durch Forschen in der Heiligen Schrift keine neuen Fragen und keine Meinungsverschiedenheiten aufkommen, durch die Menschen veranlasst werden, selbst in der Bibel zu forschen, um sicher zu sein, dass sie die Wahrheit besitzen, dann wird es heute wie in früheren Zeiten viele geben, die sich an Überlieferung halten und die nicht wissen, was sie anbeten. Mir wurde gezeigt, dass viele, die angeblich die gegenwärtige Wahrheit kennen, in Wirklichkeit nicht wissen, was sie glauben. Sie verstehen die Beweise ihres Glaubens nicht. Sie haben auch kein rechtes Verständnis des Werkes für die jetzige Zeit. Wenn die Zeit der Prüfungen kommen wird, werden Männer, die heute anderen predigen, bei einer gründlichen Prüfung ihrer Stellung vieles finden, wofür sie keine ausreichende Begründung anführen können. Bis zu dieser Prüfungszeit sind sich viele über ihre erschreckende Unwissenheit nicht im Klaren. In der Gemeinde halten viele es für ausgemacht, dass sie das verstehen, was sie glauben, aber sie kennen ihre Schwäche nicht, bis sich Streitfragen erheben. Wenn sie von ihren Mitgläubigen getrennt und darauf hingewiesen sind, allein zu stehen und allein ihren Glauben zu bekennen, werden sie zu ihrer Verwunderung sehen, welche verworrenen Ansichten sie als Wahrheit angenommen haben. Es ist sicher, dass unter uns ein Abweichen vom lebendigen Gott und eine Hinwendung zu Menschen stattgefunden hat, indem man menschliche Weisheit an die Stelle der göttlichen setzt. Gott wird sein Volk aufrütteln. Wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren unter sie kommen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen werden. Der Herr ruft alle auf, die an sein Wort glauben, aus dem Schlaf zu erwachen. Köstliches Licht ist gekommen, das für diese Zeit bestimmt ist. Biblische Wahrheiten zeigt die Gefahren, die direkt vor uns sind. Dieses Licht sollte uns zu einem fleißigen Studium in der Schrift und zu einer ernsten Prüfung der Stellung, die wir einnehmen, veranlassen. Gott will, dass wir unter Gebet und Fasten alle Grundlagen der Wahrheit gründlich und mit Ausdauer erforschen. Die Gläubigen dürfen sich nicht mit Meinungen und schlecht begründeten Vorstellungen von der Wahrheit zufrieden geben. Ihr Glaube muss im Wort Gottes fest gegründet sein, damit sie, wenn die Zeit der Prüfung kommt und sie sich um ihres Glaubens willen vor Gerichtshöfen verantworten müssen, in der Lage sein, in Sanftmut und Ehrfurcht den Grund für die Hoffnung anzugeben, die in ihnen lebt. So this is pretty self-explanatory. Also das ist sehr selbsterklärend. But in the third paragraph you have, the fourth paragraph you have a second witness to Paul. Aber hier im vierten Abschnitt habt ihr ein zweites Zeugnis bezüglich Paulus. If other means fail, heresies will come in among us, which will separate the wheat from the chaff. Ja, wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren unter sie kommen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu und Weizen trennen werden. When the heresies come in, it causes a division. Wenn die Irrlehren hereinkommen, dann hat das eine Trennung zur Folge, eine Spaltung. What else does it do? Und was tut es noch? It makes manifest the distinction between the prophets of Baal and Elijah. Es offenbart diese Unterscheidung zwischen den Baalspropheten und Elia. You get it? Versteht ihr das? Okay. This is our visual test. Das ist unser sichtbarer Test. There's a purpose in this test. Und dieser Test hat auch einen Zweck. It's to awaken us to the fact that we really don't know what we believe. Soll uns aufwecken bezüglich der Tatsache, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir glauben. And we have to be earnest about understanding the truth for ourselves. Und wir müssen ernst daran gehen, wirklich herauszufinden, warum wir die Dinge glauben, so dass wir die Wahrheit für uns selber wirklich wissen.
Okay. I had put into my materials a logic and an argument about the way marks. Also ich musste in meine Aufzeichnung hier ein Argument über die Wegmarken einfügen. I'm not going to include that. Aber ich werde das jetzt hier nicht behandeln. Because Mark and Noel have made clear that the day of the Lord is the Sunday law. Denn Mark und Noel haben schon klar herausgestellt, dass der Tag des Herrn das Sonntagsgesetz ist. But the Sunday law is where the door closes in the parable of the ten virgins. Aber das Sonntagsgesetz ist die Stelle, wo die Tür schließt in dem Gleichnis der zehn Jungfrauen. And ministries such as Path of the Just and Emiliano Richards insist that the day of the Lord is 9/11. Aber Ministries wie Path of the Just und auch Emiliano Richards, sie bestehen darauf, dass der Tag des Herrn am 11. September begann. And 9/11 is the tarrying time. Aber der 11. September ist die Verzögerungszeit. If you're teaching that the day of the Lord is the tarrying time, you are moving the waymarks. Wenn du lehrst, dass der 11. September der Tag des Herrn ist, dann verrückst du die Wegmarken. Okay. Doesn't matter if you don't understand that you're moving the waymarks. Es macht doch keinen Unterschied, ob du verstehst, dass du die Wegmarken jetzt an eine andere Stelle setzt. You are. Du tust es einfach. And we've been warned to guard the waymarks. Und uns wurde der Auftrag gegeben, wir sollen die Wegmarken bewachen. So if you read through the notes that are my notes, you will find the references to our responsibility to guard the sacred waymarks. Und wenn ihr durch meine Zitate, die ich hier aufgeführt habe, geht, dann findet ihr das Sagen, dass wir die Wegmarken bewachen sollen. And then on page 95, note 155. Page 95, note 155. Und jetzt auf Seite 95, das Zitat 155. This is a note that has been read here a few times at least this week. Wir haben das schon ein paar Mal gelesen diese Woche. It identifies that the fanaticism in the Millerite movement came in from the tarrying time into the midnight cry. Und es sagt aus, dass der Fanatismus in der Verzögerungszeit bis zum Mitternachtsruf hereinkam und da war. And we've showed that as the Millerite history is repeated in our history. Und wir haben gezeigt, dass die Milleritengeschichte in unserer Geschichte wiederholt wird. Our tarrying time is 9/11. Und da ist jetzt unsere Verzögerungszeit am 11. September. So from 9/11 until the midnight cry, this is where the fanaticism comes into our movement. Und deswegen ist es auch in unserer Bewegung so, dass vom 11. September bis zum Mitternachtsruf der Fanatismus da ist. So we'll now read note number 156, but when you have time, look at note number 157, because it'll give you a second witness for what we're going to read in number 156. Also jetzt lesen wir Nummer 156 auf Seite 96, und wenn ihr Zeit habt, dann lest auch 157, denn es gibt euch ein zweites Zeugnis dafür, was wir jetzt in 156 lesen werden. Ich wurde unterrichtet, dass in den letzten Tagen der Botschaft unter uns wieder Fanatismus auftreten würde, ähnlich dem, den wir 1844 bekämpfen mussten, als die Zeit verflossen war, und dass wir diesem Übel genauso entschieden entgegentreten müssen, wie wir es zur Zeit unserer frühen Erfahrung getan haben. She plainly says the fanaticism that came in the early part of Advent history is repeated at the end. Sie sagt ganz klar, dass der Fanatismus, der in der frühen Geschichte des Adventismus hereinkam, auch wieder am Ende auftreten wird. Therefore it gets repeated from 9/11 to the midnight cry. Und deshalb wird es wiederholt in der Geschichte vom 11. September bis zum Mitternachtsruf. Have you seen a lot of wonderful truths opened up before you this week? Habt ihr ein paar wundervolle Wahrheiten euch eröffnen gesehen während dieser Woche? Okay. Because in the next quote, it's going to talk about meeting false teachers, addressing them. Denn im nächsten Zitat werden wir lesen, wie man Irrlehren und auch falschen Lehrern begegnet. And then she's going to bring up the thought. Und dann wird sie folgenden Gedanken aufbringen.
Why are we spending time presenting false theories when there's so many glorious truths in God's word? Warum verschwenden wir so viel Zeit auf diese falschen Ansichten, wenn es doch so viele wunderbare Wahrheiten in Gottes Wort gibt? So, number 158, the entire quote. Also lesen wir Zitat 158. Falsche Lehrer mögen den Anschein haben, als wären sie voller Eifer für das Werk Gottes, und sie mögen Aufwand betreiben, um ihre Theorien vor die Welt und die Gemeinde zu bringen. Aber da sie Falsches mit Wahrheit vermischen, ist ihre Botschaft eine Täuschung, und viele Seelen werden dadurch auf falsche Pfade geführt. Diesen muss begegnet und entgegengetreten werden, nicht weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie Lehrer von Falschheit sind und sich bemühen, der Falschheit den Stempel der Wahrheit aufzudrücken. Wie schade ist es doch, dass Menschen sich solche Mühen machen, um irgendwelche falschen Theorien zu entdecken, wo es doch ein ganzes Lagerhaus voller kostbarer Edelsteine der Wahrheit gibt, durch welche die Menschen im allerheiligsten Glauben bereichert werden könnten. Anstatt die Wahrheit zu lehren, lassen sie ihre Fantasie bei dem verweilen, was neu und außergewöhnlich ist, und entziehen sich der Harmonie heraus mit jenen, welche Gott benutzt, um die Menschen auf die Plattform der Wahrheit zu bringen. Sie schieben alles beiseite, was in Bezug auf Einheit der Empfindung und Gefühle gesagt wurde, und trampeln auf dem Gebet Christi herum, als wäre die Einheit, für welche er gebetet hat, nicht essentiell, und dass es da keine Notwendigkeit für seine Nachfolger geben würde, eins zu sein, genauso wie er mit seinem Vater eins ist. Sie schweifen vom Thema ab, und wie Jehu rufen sie ihre Brüder dazu auf, ihrem Beispiel des Eiferns für den Herrn zu folgen. Wenn ihr Eifer sie dahin geführt hätte, auf dieselbe Weise wie ihre Brüder zu arbeiten, welche die Hitze und Last des Tages ertragen haben, wenn sie genauso beharrlich wie ihre Brüder darin gewesen wären, Entmutigungen und Hindernisse zu überwinden, dann hätten sie es ihnen auf gute Weise gleichgetan, und Gott würde sie annehmen. Aber es müssen die Menschen verurteilt werden, welche mit einer Verkündigung wundervollen Lichts beginnen und sich dennoch von den Beauftragten Gottes, die er führt, entfernen. Dies war der Weg, welchen Korah, Datan und Abiram einschlugen, und ihre Handlung ist als Warnung für alle anderen aufgezeichnet worden. Wir dürfen nicht so handeln, wie sie es getan haben. Diejenigen zu beschuldigen und zu verurteilen, auf welche Gott das Joch der Arbeit gelegt hat. Okay, these false teachers must be met, not because they're bad people, but because they're teaching error. Also diesen falschen Lehrern muss entgegengetreten werden, nicht weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie Falschheit und Wahrheit vermischen und ja falsche Lehren verkündigen. But they manifest the spirit of Korah, Datan and Abiram. Aber sie manifestieren den Geist von Korah, Datan und Abiram. Sister White speaks about Korah, Datan and Abiram repeatedly. Schwester White spricht wiederholt über Korah, Datan und Abiram. And what she emphasizes throughout those comments, und was sie in all diesen Kommentaren betont, is that Korah, Datan and Abiram were in rebellion to Aaron and Moses. Ist, dass Korah, Datan und Abiram in einer Rebellion zu Moses und Aaron standen. At least that's what they thought. Das ist zumindest das, was sie dachten. They thought they were rebelling against Aaron and Moses, but in reality they were rebelling against God. Sie dachten, sie rebellieren gegen Mose und Aaron, aber in Wirklichkeit rebellierten sie gegen Gott. All of these men teach the reform lines. Alle diese Männer unterrichten die Reformlinien. They at least reference them. Zumindest beziehen sie sich darauf. And in so doing, they are acknowledging that those reform lines are sacred. Und indem sie das tun, geben sie zu, dass diese Reformlinien heilig sind. So if you're going to oppose any one of the waymarks on the reform line, aber wenn du jetzt gegen eine dieser Wegmarken auf den Reformlinien bist, then you don't really believe that the reform lines are sacred. Dann glaubst du ja dann doch nicht wirklich, dass diese Reformlinien heilig sind. And every one of those reform lines identify that there is a messenger that is selected to formalize the message. Und jede der Reformlinien identifiziert, dass es da einen Botschafter gibt, der die Botschaft ja
formulieren muss. So when their rebellion is manifested with the inclusion of an attack on Future for America. Also, und wenn sich nun die Rebellion manifestiert, was beinhaltet, dass Future for America angegriffen wird? That would be consistent with Korah, Dathan and Abiram. Dann ist das in Übereinstimmung mit Korah, Dathan und Abiram. Brothers and sisters, Sister White tells us which waymark in the reform lines is the one that is most often addressed in God's word. Brüder und Schwestern, Ellen White betont immer wieder, welche der Wegmarken in den Reformlinien am meisten hervorgehoben wird in Gottes Wort. According to Sister White, it is the messenger and the formalization of the message that is the waymark that is the most often addressed in the reform line. Und in den Reformlinien ist es eben die Wegmarke, dass es einen Botschafter gibt, der die Botschaft formuliert und noch was, dass er, ja, das ist jedenfalls die Wegmarke nach Ellen White, die am meisten und am ausführlichsten in Gottes Wort behandelt wird. Okay, so personally I began studying the reform lines in 1989. Also ich persönlich habe begonnen, die Reformlinien im Jahr 1889 zu studieren. 1989. Okay. So I've understood where the formalization of the message was for a long time. Also, ich habe schon seit sehr langer Zeit verstanden, was diese Formulierung der Botschaft ist. It was in 1996 with the publication of the Time and the End magazine. Es war nämlich im Jahr 1996 mit der Veröffentlichung des Zeit des Endes Magazins. But I don't ever say anything about this. Aber ich spreche eigentlich nie darüber. But over the past 2 years we've been forced to talk about it. Aber während der letzten 2 Jahre wurden wir ja dazu förmlich gezwungen, dass darüber zu sprechen. One of these brothers went to a ministry in Tennessee. That is opposing the truth went to another ministry in Tennessee to do some recordings. Also eins dieser Ministries, die im Gegensatz zu uns stehen, sind zu einem anderen Ministry in Tennessee gegangen, um dort Aufnahmen zu machen. And he made some false claims about Millerite history. Und er hat dort falsche Behauptungen über die Müller-Geschichte aufgestellt. He said William Miller rejected the Midnight Cry message. Und er hat gesagt, William Miller hat die Botschaft des Mitternachtsrufs abgelehnt. William Miller never rejected the Midnight Cry message. Aber William Miller hat die Botschaft des Mitternachtsrufs abgelehnt. But he made that claim. Aber dieser Mensch hat das da behauptet. And he says, you all know who William Miller typifies, don't you? Und dann sagte er, ihr alle wisst doch, wen William Miller ja vorschattet, für wen er ein Symbol ist. Therefore, Brother Pippinger is now rejecting the Midnight Cry message. Und deshalb lehnt jetzt auch Bruder Pippinger die Botschaft des Mitternachtsrufs ab. So this issue was brought into the argument by the other side and then it had to be addressed. Also dieses Thema wurde von diesen anderen Ministries reingebracht und das war dann der Grund und der Zeitpunkt, wo dem auch entgegengetreten und was dann auch thematisiert werden musste öffentlich. Brother Jones and Wagner were the selected messengers of 1888. Jones and Wagner were the selected. Also die Brüder Jones und Wagner waren die ausgewählten Botschafter für die Botschaft aus 1888. And they both went out in darkness. Und sie beide sind danach in Dunkelheit gegangen. So even if you're chosen to be a messenger, it doesn't mean you're going to be automatically saved. Also auch wenn du als Botschafter auserwählt wirst, heißt das nicht, dass du dann automatisch gerettet wirst. That isn't what I'm saying. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. I'm saying that even though these guys teach that the
In 1996 the message was formalized. Was ich sagen möchte ist, dass obwohl diese Ministries lehren, dass die Botschaft im Jahr 1996 formuliert wurde, they're now attacking the agents whom they have professed God was leading. Sie lehnen jetzt die ja, die Diener oder die Botschafter ab, die von denen sie zugaben, oder die Beauftragten Gottes lehnen sie ab, die einst die Führer und die Leiter waren. This is the spirit of Korah, Dathan and Abiram. Und das ist genau der Geist von Korah, Dathan und Abiram. Next point, 160. Nächster Punkt, Zitat 160, Seite 197. Alte Streitigkeiten, die offensichtlich für lange Zeit unterdrückt wurden, werden wieder aufleben. Neue Streitigkeiten werden aufkommen. Neue und alte werden sich vermischen, und das wird eher früher als später stattfinden. Die Engel halten die vier Winde, sodass sie nicht wehen, bis das besondere Werk des Warnens der Welt getan ist. Aber der Sturm braut sich zusammen, die Wolken ballen sich zusammen, bereit über die Welt hereinzubrechen, und für viele wird es sein wie das Kommen des Diebes in der Nacht. When did the angels start holding the four winds? Wann begannen die vier Engel die vier Winde zu halten? So 9/11 we're going to have to see some old controversies from Adventist history revived. Also am 11. September werden wir sehen, dass alte Kontroversen wiederbelebt werden. You realize that there's only one date on these charts that isn't really a subject of prophecy, right? Ihr wisst vielleicht, dass es nur ein Datum auf dieser Karte gibt, das nicht wirklich ein Thema der biblischen Prophetie ist. Right here. Zwar genau hier. This isn't a subject of prophecy, it's identifying one of the primary controversies of Millerite history. Also das ist kein Teil der Prophetie, aber es ist markiert ein Hauptstreitpunkt in der Miller-Geschichte. It's marking the death of Antiochus Epiphanes. Es markiert den Tod von Antiochus Epiphanes. Because in the Millerite history, denn in der Geschichte der Milleriten, William Miller identified the little horn of the book of Daniel, Daniel chapter 8, as Rome. Da identifizierte William Miller das kleine Horn aus Daniel 8 als Rom. But the Protestants believed the little horn was who? Aber die Protestanten glaubten, dass das kleine Horn was ist? Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. And this was such a controversy in their history that just the controversy gets on the chart. Und das war so ein großer Streitpunkt in ihrer Geschichte, dass das dazu ausgereicht hat, dass dieses Datum als ja, Referenz dazu auf der Karte gelandet ist. But the Millerites knew the little horn was Rome. Aber die Milleriten wussten, dass das kleine Horn Rom ist. They knew the Protestants were wrong in calling the little horn Antiochus Epiphanes. Sie wussten, dass die Protestanten falsch darin liegen, das kleine Horn Antiochus Epiphanes How sad is it that the zuzuschreiben. The seminaries of Adventism now teach that the little horn is Antiochus Epiphanes. Und wie traurig ist es da zu sehen, dass heute Theologen im Adventismus lehren, dass das kleine Horn Antiochus Epiphanes ist. But I want you to understand something. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. If you go back into that argument in the Millerite history, wenn ihr zurück in dieses Argument in der Miller-Geschichte geht, the Millerites said the little horn was Rome. Also die Milleriten sagten, das kleine Horn ist Rom. The majority of the Protestants said it was Antiochus Epiphanes. Und die Mehrheit der Protestanten sagte, es ist Antiochus Epiphanes. But there was a minority wrong opinion in the Protestants. Aber es gab, they had two wrong views. Also im Protestanten gab es aber zwei falsche Ansichten, und da gab es jetzt noch eine Minderheit. Most of them said the little horn was Antiochus Epiphanes. Also die meisten im Protestantismus sagten ja, es ist Antiochus Epiphanes. But there was also a minority view that said it was Islam. Aber es gab auch eine kleine Gruppe im Protestantismus, und die glaubte, dass das kleine Horn Islam wäre. And when the book of Joel became a controversy, und als das Buch Joel in dieser Bewegung zur Kontroverse wurde, those four insects are Rome. Dann waren auf einmal diese vier Insekten Rom.
Most of those other ministries are saying those four insects are Islam. Und die meisten anderen Ministries sagen, diese vier Insekten seien Islam. But there's a couple other ministries that are saying, no, it's not Rome or Islam. Aber es gibt auch ein paar andere Ministries, die sagen, ja, es ist weder Rom noch Islam. It's 144,000. Es sind die 144,000. So the book of Joel is a three-way argument, just like that controversy. Also das Buch Joel ist also so eine dreifältige Kontroverse, genauso wie es in Bezug auf dieses Thema war. And one of the themes of Millerite history came from the book of Daniel. One of the themes that came from that history. Und ja, diese Themen, die aus der Miller-Geschichte kamen, aus dem Buch Daniel. You can find it in Daniel chapter 11. Das findet man in Daniel 11, Vers 14. And it's that the robbers of thy people are who establishes the vision. Es ist, wo es sagt, dass die, yeah, that's hard in German. Don't say it. I didn't read it. Dass die Räuber deines Volkes die Vision etablieren werden. The theme in Millerite history is Rome establishes the vision. Und das absolute Thema der Müller-Geschichte ist, dass Rom die Vision etabliert. Okay, so when it comes to the book of Joel, also, Rome establishes the vision. Also auch heute, wenn es jetzt zum Buch Joel kommt, dann Rom etabliert die Vision. But she didn't say an old controversy would be revived. She said old controversies in the plural would be revived. Aber sie sagt jetzt, also Schwester Weid sagt ja nicht, eine alte Kontroverse wird wieder belebt, sondern im Plural mehrere Kontroversen. And one of the oldest controversies took place between Uriah Smith and James White. Und eine der ältesten Kontroversen fand statt zwischen Uriah Smith und James White. Had to do with the King of the North. Und es hatte mit dem König des Nordens zu tun. James White knew the King of the North was Rome. James White wusste, dass der König des Nordens Rom ist. It had been understood as Rome for the first 40 years of Adventism. Und für die ersten 40 Jahre im Adventismus wurde es auch allgemein als Rom erkannt. And then Uriah Smith introduced a new verse, a new view about the King of the North. Und dann führte Uriah Smith eine neue Sicht über den König des Nordens ein. He did it by changing one word. Und er hat das getan, indem er ein Wort änderte. He changed the word the to a. Er veränderte das Wort der zu ein. Because in Daniel 11:36 it says and the king. Denn in Daniel 11, Vers 36 da heißt es denn der König, which means it has to be the same king as the previous verse, verse 35. Was ja bedeutet, es muss derselbe König aus dem vorangegangenen Vers sein, also aus dem Vers 35. And Uriah Smith knew the king in verse 35 was the papacy. Und Uriah Smith wusste, dass der König aus dem Vers 35 das Papsttum ist. So what he did is he changed the word the to a. Also was er tat, ist, dass er das Wort der zu ein änderte. Instead of a the king, it was a now a king. Und anstatt dass es jetzt der König war, war es jetzt nur noch ein König. And he was free to change the meaning of the king of the north to Turkey. Und jetzt hatte er die Freiheit, die Bedeutung zu ändern vom Papsttum hin, ja, zur Türkei, genau. Okay, you all with me? Ja. What's Turkey? Was ist die Türkei? That's Islam, brothers and sisters. Brüder und Schwestern, das ist der Islam. The controversy between James White and Uriah Smith is the controversy over identifying a symbol that represents Rome as Islam. Die Kontroverse, die Uriah Smith und James White hatten, war ja, ein Symbol, das eigentlich Rom war, jetzt als Islam hinzustellen. We're not going to read it, but note 162 is Uriah Smith's comments where he does that.
Wir werden es jetzt nicht lesen, aber hier das Zitat 62 ist das, wo Uriah Smith genau das tut, wovon wir gerade gesprochen haben. Then you can see James White's comments right after in note 163. We're not going to read that. Und dann 163, da seht ihr die Kommentare dazu von James White. How did Uriah Smith do this? Also, wie hat Uriah Smith das getan? Well, he changed one word. Also als er dieses eine Wort geändert hat. And then he insisted that the symbols in Daniel 11 were to be interpreted literally. Hat er dann danach darauf bestanden, dass jetzt die Symbole oder die Bilder in Daniel 11 buchstäblich ausgelegt werden müssen, wörtlich. Where James White insisted those symbols needed to be interpreted figuratively. Und James White war derjenige, der dagegen hielt, dass man diese Symbole jetzt bildlich oder geistlich auslegen müsste. In James White's book, in Uriah Smith's book Thoughts on Daniel and Revelation, in Uriah Smiths Buch Gedanken zum Buch Daniel und Offenbarung, in the chapter where he's going to deal with Daniel 11, in dem Kapitel, wo er dann über Daniel 11 spricht, in the chapter where he's going to change a symbol of Rome to a symbol of Islam, in dem Kapitel, wo er ein Symbol für Rom in ein Symbol für den Islam umwandelt, what do you suppose he names that chapter? What's the title? Was denkt ihr? Wie hat er die Überschrift dieses Kapitels genannt? A literal prophecy. Eine buchstäbliche Prophezeiung. That's the name of the chapter. Das ist der Titel von diesem Kapitel. The controversy between James White and Uriah Smith is the controversy over identifying the insects as either Rome or Islam and employing literal application of prophecy to uphold that erroneous idea. Also die Kontroverse zwischen Uriah Smith und James White ist heute, dass ein Symbol, das eigentlich Rom ist, als Islam zu identifizieren. Und um das aufrechtzuerhalten, sagt man, es muss jetzt buchstäblich oder wörtlich ausgelegt werden und nicht geistlich. Did you get it? Habt ihr es verstanden? Okay. Ist genau dasselbe. Another controversy, all right? Eine weitere Kontroverse, ja. Right here. Und zwar hier. Okay, I'm not college educated. I am not college educated. I am not college educated. Didn't go to college. Ach so. Also, ich habe keine Hochschulausbildung bekommen. The only time I went to college was right after I got out of the military. Also, die einzige Zeit, in der ich zur Hochschule gegangen bin, das war, als ich gerade aus dem Militär rauskam. And the only reason I went to college is because the military had given me money for going to college. Und der einzige Grund, weshalb ich auf diese Schule gegangen bin, war, weil das Militär, die Armee, mir das Geld dafür gegeben hat. So I was going to college to get money. Also bin ich hingegangen, um eben das Geld zu bekommen. So I could live a sacrilegious life. So, dass ich eben ein ausschweifendes Leben leben könnte. But it's real simple for me. Aber es ist sehr einfach für mich. In early writings, page 74, Sister White says, those that gave the judgment hour cry had the correct view of the daily. In frühe Schriften, Seite 74, schreibt Ellen White, dass diejenigen, die den lauten, ne, what kind of cry? The judgment hour cry. Den Ruf der Stunde des Gerichts gegeben haben, sie hatten die korrekte Sicht über das Tägliche. Did he do all right with that one? So we're trying to stretch him out a little bit here, all right? She also said that the teaching that the daily represented Christ's sanctuary ministry came from angels that were expelled from heaven. Und sie sagt auch, dass die Lehre, dass das tägliche Christi-Dienst im himmlischen Heiligtum repräsentiert würde, eine Lehre sei, die von Engeln kam, die aus dem Himmel verstoßen wurden. So even though I'm not college educated, also auch wenn ich keine Hochschulbildung genossen habe, I understand the daily is paganism. Verstehe ich, dass das tägliche das Heidentum ist. Even though it opposes all the Adventist colleges in the land.
auch wenn es gegen die Sicht all der adventistischen Schulen im ganzen Land geht. And what I understand about the controversy over the daily is this. Und was ich über diese Kontroverse bezüglich des täglichen verstehe, ist Folgendes. The daily is a satanic symbol. Das tägliche ist ein satanisches Symbol. It's a symbol of pagan Rome. Es ist ein Symbol für das heidnische Rom. And when you say it is Christ's sanctuary ministry, und wenn du jetzt sagst, es ist Christi Dienst im himmlischen Heiligtum, you're saying it's a godly symbol. Dann sagst du, dass es ein göttliches Symbol ist. You're taking a satanic symbol and saying it's a godly symbol. Also du nimmst ein göttliches Symbol und sagst jetzt, es ist ein satanisches. Nee, andersrum, du nimmst ein satanisches Symbol und sagst, es ist ein göttliches Symbol. So brothers and sisters. Also Brüder und Schwestern. The army in Joel chapter 2 is Rome. Die Armee in Joel Kapitel 2 ist Rom. Mark nailed that down for us. Mark hat uns das klar aufgezeigt. That's a satanic power. Das ist eine satanische Macht. If you say it is the 144,000, you are repeating the controversy of the daily. Wenn du sagst, es sind die 144,000, dann wiederholst du dieselbe Kontroverse bezüglich wie die bezüglich des täglichen. Okay, so old controversies are going to be revived at 9/11. Also alte Kontroversen werden wiederbelebt werden ab dem 11. September. Now, Mark showed us very conclusively that a tower in the Bible symbolizes a church. Also Mark hat uns sehr schlüssig aufgezeigt, warum ein Turm in der Bibel eine Gemeinde oder eine Kirche repräsentiert. More often than not, it symbolizes Christ. Und noch öfter als das ist es ein Symbol für Christus selbst. In the scriptures, Christ is our high tower. In den Schriften ist Christus unser starker oder hoher Turm. So let's read note 164. Wir lesen Seite 99, Zitat 164. Alles, was durch den ersten Adam verloren ging, wird durch den zweiten zerstört werden. Der Prophet spricht, O Turm der Herde, die Festung der Tochter Zions, zu dir wird es gelangen, sogar die frühere Herrschaft. All das, was verloren gegangen ist durch den ersten Adam, wird wiederhergestellt durch den zweiten. Der Prophet sagt, O Turm der Herde. The second Adam is Christ. Der zweite Adam ist Christus. And here Sister White is saying Christ is the tower of the flock. Und hier heißt es, dass Christus der Turm der Herde ist. Which is derived from Micah 4:8. Und das kommt aus Micha 4, Vers 8. In Desire of Ages 5:96, the next quote, which Mark already read, it says the tower was a symbol of a temple. Hier im Leben Jesu, das ist das nächste Zitat, dort wird gesagt, dass der Turm ein Symbol für den Tempel ist. So we're looking at a couple things here. Also wir schauen hier uns einige Dinge an. We're looking at how the Bible and Spirit of Prophecy define a tower in the scriptures. Wir schauen uns an, wie die Bibel und der Geist der Weissagung einen Turm in den Schriften identifizieren. But we're also acknowledging that the Bible and Spirit of Prophecy use a tower figuratively. Aber wir erkennen ja auch an, dass die Bibel und Ellen White einen Turm bildlich verwenden, geistlich verwenden. And in the next quote, it's simply Sister White saying, the Bible and the Spirit of Prophecy never contradict one another. Ja, und im nächsten Zitat sagt es einfach, dass die Bibel und der Geist der Weissagung sich nie widersprechen. And the next quote, Mark spent some time on. Und Mark hat auch mit dem nächsten Zitat 167 einige Zeit verbracht. This is where Sister White references Daniel chapter 3 and Nebuchadnezzar's image. Das ist da, wo Schwester White Daniel Kapitel 3 behandelt und dieses Aufrichten des Bildes. And she compares it to the Sunday law. Und das vergleicht sie mit dem Sonntagsgesetz. Then she identifies that Isaiah 10:1 is the Sunday law.
Und dann identifiziert auch, dass Jesaja 10, Vers 1 das Sonntagsgesetz ist. But she also quotes Zephaniah 1, verse 14 through chapter 2, verse 3. Aber sie zitiert dann auch Zephaniah 1, Verse 14 bis 18 und 2, 1 bis 3. Now you got to understand, from the very beginning of this message. Und ihr müsst verstehen, seit dem Beginn dieser Botschaft. It was understood that one of the themes of the Bible is the combination of church and state. Dass eins der Themen der Bibel die Verbindung zwischen Staat und Kirche ist. That theme starts in heaven with Lucifer's rebellion. Dieses Thema beginnt schon im Himmel bei der Rebellion Luzifers. Lucifer said he was going to set himself upon the throne of God, his political authority, and on the sides of the north, his religious authority. Also Lucifer sagt, er würde seinen Thron auf über den Thron von Gottes erheben und auch auf den Versammlungsberg im Norden. Und so, das eine steht für die Staatsmacht und das andere für die kirchliche Macht. So for years the messengers of this movement have emphasized this theme of church and state in the Bible. Und über Jahre hinweg haben die Botschafter, also dieser Botschaft, diese Wahrheit wirklich betont. And often they just simply repeated the presentation that I had made on that subject. Und oft haben sie einfach die Präsentation über dieses Thema wiederholt, die ich auch schon gemacht habe. Because I go through the Bible and I track many places where the church and state issue is symbolically represented. Und zwar gehe ich da durch die Bibel und identifiziere sehr viele Stellen, wo diese Verbindung zwischen Staat und Kirche identifiziert wird. And I begin with Lucifer's rebellion, just like I told you. Und ich beginne immer mit der Rebellion Luzifers, wie ich es euch gerade erklärt habe. Then you know where I go next? Und wisst ihr, wo ich dann als nächstes hingehe? And where everyone else used to go? Und wo auch jeder andere früher dann hingegangen ist? Genesis chapter 11. Zu 1. Mose Kapitel 11. Nimrod built a tower, which is a symbol of the temple, which is a church. Nimrod hat einen Turm gebaut. Das ist ein Tempel und das ist ein Symbol für die Kirche. And he built a city, which is a symbol of state. Und er hat auch eine Stadt gebaut und das ist ein Symbol für eine Nation oder einen Staat. So the first time I ever heard Dario Taylor present in person was at La Sherpa camp meeting. Das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Dario Taylor einen Vortrag gegeben hat, das war beim La Sherpa Camp Meeting. And when he presented that very first time he spoke in this movement. Und als er das erste Mal gesprochen hat in dieser Bewegung und diese Präsentation gegeben hat. That the towers in Zephaniah chapter 1 was 9/11. Dass die Türme in Zephaniah Kapitel 1 jetzt der 11. September wären. I went to him immediately after and says, what's up? Why are you applying the towers literally? Dann bin ich direkt zu ihm hingegangen und habe gefragt, was ist los? Warum wendest du jetzt auf einmal die Türme hier buchstäblich an? I said, the tower is a symbol of the church. Und sagte, die Türme, das ist doch ein Symbol für die Kirche. He said, oh, I know that, but I'm going by the context here, the context of the day of the Lord. Und dann sagt er, ja, das weiß ich, aber ich schließe mir das hier aus dem Kontext. Okay, let each man be fully persuaded in their own mind. Dann dachte ich mir, na gut, lass jedem Menschen seiner Meinung gewiss sein. I certainly didn't understand the implications of that little introduction of error. Und ich habe nicht sofort daran gedacht, was das für Auswirkungen haben könnte, indem man nur so einen kleinen Fehler hineinlässt. But I witnessed when it first was introduced. Aber ich habe das selber gesehen und bezeugen können, als dieser kleine Fehler eingeführt wurde. And that argument is what developed this false idea of the day of the Lord, I think, though they deny it. Und dieses Argument ist dann, was dieses Thema immer größer werden ließ, dann auch bezüglich des Tag des Herrn. And what was the last part? But though they deny it.
Also, aber sie geben das nicht zu, also sie verleugnen diese Tatsache. You know, when you're dealing with someone that's teaching error, you try to figure out where the error originates at. Also, what its point of origin is. Also wenn du mit jemandem über die Irrtümer sprichst, dann möchtest du ja auch herausfinden, wo der Ursprung jetzt dieses Fehlers liegt. So you can get down to the bottom issue and try to resolve it. Also geht man wirklich an die Wurzel des Problems und versucht es zu lösen. And I think that's where it all started, the day of the Lord and everything. Just calling that tower literal. Und ich denke, diese ganze Sache bezüglich des Tag des Herrn und so weiter, das fing eigentlich damit an, okay, die Türme jetzt buchstäblich anzuwenden. All right, so next quote. 168.2. Nächstes Zitat auf Seite 100. Zitat 168.2. Die ungläubigen Juden wollten die Worte des Heilands nur wörtlich verstanden wissen. Das Zeremonialgesetz verbot ihnen den Blutgenuss. Sie legten daher Christi Rede als seine Lästerung aus und stritten untereinander darüber. Sogar viele Jünger stritten darüber. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Brothers and sisters, I want you to think something through, if you would. Also, Brüder und Schwestern, ich möchte, dass ihr etwas Bestimmtes gut durchdenkt. Maybe everyone in this movement is in a delusion and we're all going to die. Vielleicht ist ja jeder in dieser Bewegung in einer großen Täuschung und wir werden alle sterben. Maybe we're all wrong and we're just fighting among ourselves. Vielleicht liegen wir alle falsch und wir kämpfen einfach nur untereinander. I don't believe that, but just for the benefit of the doubt. Ich glaube das nicht, aber einfach nur um jetzt mal dieser Vorstellung Raum zu geben. Every one of these ministries will teach you that the first message of this movement is Daniel 11:40-45. It's what? Every one of these that it's Daniel 11:40-45. Also jeder der Ministries wird euch sagen, dass die Botschaft dieser Bewegung Daniel 11:40-45 ist. Yep. Ach so, der Anfang der Botschaft Daniel 11:45 ist. All the ministries teach that. Ja, alle Ministries lehren das. There are some that are denying it now, I have to admit. Yes, there is, but okay, mittlerweile gibt's welche, die selbst das ablehnen. Aber bis vor kurzer Zeit war es noch so. Okay, and they will all admit that this got put in place in 1996. Und sie haben alle zugegeben, dass das ja schon an Ort und Stelle gesetzt wurde im Jahr 1996. And they'll want to emphasize that it really wasn't the work of a man, it was the work of the Lord's providential leading. Und sie betonen wirklich sehr, dass es nicht das Werk eines Menschen war, sondern natürlich Gottes Vorhersehung und seine Führung. So please understand this. Also bitte versteht das. They all know why I started studying the last six verses of Daniel 11. Sie wissen alle, warum ich damit begann, die letzten sechs Verse aus Daniel 11 zu studieren. They all know that story. Sie kennen alle diese Geschichte. I heard a guy present those verses and I knew he was wrong. Ich hörte, wie ein Mensch diese letzten sechs Verse präsentierte und ich wusste, dass er falsch liegt. So I went up to him when he was done with his sermon. Also bin ich zu ihm gegangen, als er mit seiner Predigt fertig war. I says, I don't know what the last six verses of Daniel 11 are, but I know you're wrong. Und ich sagte zu ihm, also ich weiß nicht, was diese letzten sechs Verse aus Daniel 11 bedeuten, aber ich weiß, dass du falsch liegst. And he says, why? Und er fragte, warum? Well, because you're taking one symbol and you're applying it literally, and you're taking the next symbol and you're applying it figuratively, and you're interchanging all the way through, and it don't work like that. Und ich habe ihm gesagt, naja, du nimmst ein Symbol wörtlich, und dann nimmst du wieder ein Symbol geistlich, und dann tust du es wieder, und das tust du den ganzen Weg hindurch, und so funktioniert das einfach nicht. So that's why I started studying Daniel 11:40-45. Und das war der Grund, warum ich damit begann, Daniel 11, Vers 40 bis 45 zu studieren. He says, I get your point. Maybe you ought to go home and study it. So I did. Und dann sagte er, ich verstehe deinen Punkt, dann gehe ich jetzt auch nach Hause und studiere das. So what did I,
I should go home. Ach, und er sagte dann, na, das ist ein guter Punkt, dann solltest du nach Hause gehen und das vielleicht studieren. You see the Lord's providence in that? Also seht ihr, wie der Herr das geführt hat? Okay, it wasn't me deciding, I'm going to figure these out. Es war nicht ich, der gesagt hat, oh, ich möchte das herausfinden. Do you see the Lord's providence in that? Seht ihr Gottes Führung da drin? So brothers and sisters, what was I going home to figure out? Also Brüder und Schwestern, was wollte ich dann hauptsächlich herausfinden, als ich nach Hause gegangen bin? Was I going home to figure out Daniel 11:40-45? Bin ich nach Hause gegangen, um herauszufinden, was Daniel 11:40-45 war? No. Nein. I was going home to figure out whether you did the symbols figuratively or literally. Ich habe damit angefangen, als ich nach Hause gegangen bin, herauszufinden, ob man jetzt die Symbole geistlich oder buchstäblich anwenden. That's the first thing I had to deal with. Das war einfach das Erste, das ich behandeln musste, worüber ich mir klar werden musste. So when these guys are saying, yeah, Daniel 11:40-45, that message was produced by God's providence. Also wenn diese Leute jetzt sagen, ja, Daniel 11:40-45, das wurde geführt durch Gottes Vorsehung. But it's now okay to apply the symbols literally. Aber jetzt ist es okay, die Symbole buchstäblich anzuwenden. They're denying God's providence. Dann lehnen sie ja jetzt wieder Gottes Vorsehung ab. And they all knew that story before 9/11. Und sie kannten alle diese Geschichte schon vor dem 11. September. If they were in this message before 9/11. Falls sie schon vor dem 11. September in dieser Botschaft waren. And many of them weren't. Und viele waren das auch nicht. In Meetings like this, when we go back there and pray, also in Treffen wie diesen, wenn wir da nach hinten gehen und beten, before the meetings, vor den Treffen. Zechariah 10:1 says pray for the latter rain in the time of the latter rain. Zechariah 10 Vers 1 sagt, betet in der Zeit des Spätregens um den Spätregen. So, in our rooms privately in prayers here, but there before we come out, we're always praying that the Lord would pour out the latter rain. Also natürlich, wenn wir in unseren privaten Räumen sind, aber vor allem hier vorne, wenn wir rauskommen, wir beten um den Spätregen. And the latter rain's a message. Und der Spätregen ist eine Botschaft. Okay, so I want to show you just a little gem that the Lord used Brother Hank to uncover yesterday. Also ich möchte euch nur so ein kleines Juwel zeigen, das Bruder Henk erst gestern entdeckt okay. hat. Rule number 170. And don't skip, I'm skipping these notes, but check all the notes. Also ich überspringe hier einige dieser Zitate, aber ihr müsst die wirklich alle mal durchlesen. Because I'm passing by some very important quotes because of time. Denn ich überspringe die nur, also ich überspringe einige wichtige Zitate einfach nur aus Zeitgründen. But rule number 170. Aber Zitat 170 lesen wir jetzt auf Seite 101. Wir sollten für uns selbst wissen, was das Christentum ausmacht, was Wahrheit ist, worum es bei dem Glauben geht, den wir empfangen haben, was die Regeln der Bibeln sind, die Regeln, die uns von der höchsten Autorität gegeben wurden. Okay. What's the rules that have been given us by the highest authority? Was sind die Regeln, die uns von der höchsten Autorität gegeben wurden? William Miller's rules. Die Regeln von William Miller. And then we got the endorsement of William Miller's rules. Und dann als nächstes haben wir hier die Hervorhebung oder die Empfehlung von William Miller's Regeln. In the next quote. Hier im nächsten Zitat. This is where Sister White endorses William Miller's rules. Und das ist warum oder wo Ellen White William Miller's Regeln empfiehlt. I've read this quote publicly several times. I've listened to people read this quote publicly several times. Also ich habe öffentlich dieses Zitat öfters vorgelesen. Ich habe auch oft andere es schon vorlesen hören. And it doesn't quite come through in the German, but it's clear in the English. Und es kommt im Deutschen nicht ganz so klar rüber wie im Englischen, aber im Englischen ist es perfekt. Read the first sentence up to where it says the same plan that Father Miller adopted.
Also wir lesen den ersten Satz. Diejenigen, die die dritte Engelsbotschaft verkündigen, forschen in derselben Art und Weise in der Schrift, wie Vater Miller es getan hat. And then in the English, you know what it says? Und dann im Englischen, wisst ihr, was es dort sagt? In the little book. In dem kleinen Büchlein. Entitled Views of the Prophecy and Prophetic Chronology. Nämlich Views of the Prophecies and Prophetic Chronology. Sister White just called Miller's Rules the little book. Ellen White hat gerade dieses Buch von William Miller das kleine Büchlein genannt. That's really cool, isn't it? Das ist doch cool, oder? Okay, so what I'm going to leave you there. Okay, ich belasse es dabei. My time's up. I tell you what. We'll take this up again tomorrow morning. Also wir werden das morgen früh weiterführen. Okay. No, that's not the hook. I could give you the hook. We're this is the climax and we got right to it. At least it's the part I like. Also ich könnte euch einen Hinweis geben, aber das ist der Höhepunkt. What I'm saying is that from 9/11 to the midnight cry. Also was ich sagen möchte, vom 11. September bis zum Mitternachtsruf. Our visual test is the shaking that goes on. Unser sichtbarer Test ist die Sichtung, die stattfindet. Shaking is accomplished by the introduction of error. Die Sichtung wird verursacht durch die Einführung von Irrtümern. We went through that the other day. Das haben wir in einer anderen Präsentation behandelt. But both the Bible and the spirit of prophecy say that the Lord allows heresies to come in. Aber die Bibel und der Geist der Weissagung sagen, dass Gott erlauben wird, dass Irrlehren hereinkommen. In order to manifest who is approved among us. Um nämlich zu offenbaren, wer bewährt unter uns ist. Sister White says the same fanaticisms that came in the early part of the work will be repeated at the end. Und Ellen White sagt, dass die Kontroversen, die am Anfang der Adventgeschichte stattfinden, auch wieder am Ende aufkommen werden. Therefore the old fanaticisms are going to get repeated in our history. Und deswegen werden auch der Fanatismus in der Müllerzeit wird sich wiederholen in unserer Geschichte. Then she references the restraining of the four winds and said old controversies would be aroused. Und dann bezieht sie sich auf die vier Winde und verbindet das und benutzt das als Zeitpunkt, wenn diese alten Kontroversen wiederbelebt werden. Because of these heresies, we can see that the waymarks are being moved by men that are in this movement. Und aufgrund dieser Irrlehren können wir sehen, dass von den anderen Ministries jetzt die Wegmarken verschoben werden. They're saying the day of the Lord. Sie sagen, der Tag des Herrn is the tarrying time. Ist die Verzögerungszeit. Okay, they're saying a symbol of Rome is a symbol of Islam. Sie sagen, das Symbol für Rom wäre ein Symbol für den Islam. They say a satanic symbol of Rome is a godly symbol of the 144,000. Sie sagen, das satanische Symbol für Rom ist ein göttliches Symbol der 144,000. They're manifesting a rebellion against the very leadership that they will acknowledge has been in this movement from the beginning. Also sie manifestieren eine Rebellion. I didn't get the last part. They're manifesting rebellion against the very leadership that they have acknowledged was in this movement from the beginning. Also sie manifestieren eine Rebellion gegenüber der Leiterschaft, von der sie am Anfang noch gesagt haben, dass sie ja von Gott geführt wurde. Which is the rebellion of Korah, Dathan and Abiram. Und das ist genau dieselbe Rebellion, die auch schon Korah, Dathan und Abiram gemacht haben. Which Mark has repeatedly shown us are also a symbol of Judas. Und wie Mark uns das gezeigt hat, ist das auch dieselbe Rebellion wie die von Judas. Das ist ein Symbol dafür. They have been unwilling or unable to present any thus saith the Lord's to demonstrate the error of what we are teaching. Und sie waren nicht in der Lage, ein so spricht der Herr zu geben, um ihre Behauptungen zu untermauern. And have employed an attack on character that is based upon emotionalism. Und haben stattdessen ein Argument vorgebracht, das sich auf menschlichen Charakter gründet und auf Emotionen. It's typified by the prophets of Baal cutting themselves and crying out all day long.
Und das wurde schon symbolisiert durch die Baals-Propheten, die sich den ganzen Tag geritzt haben und geschrien haben. They are now taking symbols and applying them literally instead of figuratively. Sie nehmen jetzt Symbole und wenden sie buchstäblich an, anstatt geistlich. When in reality, to this movement, the understanding that prophecy is figurative is as fundamental as was the year-day principle in the Millerite movement. Wobei für diese Bewegung und dieses Ministry schon immer verstanden wurde, dass das Prinzip, dass etwas geistlich jetzt ausgelegt werden muss, anstatt buchstäblich, ist genauso essentiell wie für die Milleriten das Jahrtagprinzip. And in this controversy, which is going to force you to make a decision between truth and error. Und in dieser Kontroverse, wo du dazu aufgerufen bist, Wahrheit vom Irrtum unterscheiden zu können. The story of Aaron's budding rod. Dass die Geschichte von Aarons sprießendem Stab tells you that in the midst of this controversy you should look for a ministry that is still producing prophetic light. Diese Geschichte sagt euch, dass genau in der Mitte dieser Kontroverse solltest du Ausschau halten nach einem Ministry, das immer noch prophetisches Licht hervorbringt. And we'll bring this to conclusion tomorrow morning. Und wir werden das zu einem Abschluss morgen früh bringen. Heavenly Father, we thank you for the work that you've been doing here this week in spite of the shaking that's went on here. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Werk, das du hier diese Woche getan hast, trotz der Sichtung, die wir hier erleben mussten. It's obvious that you've been leading. Es ist offensichtlich, dass du hier geführt hast. We see this same shaking is confronting this movement around the world at this time. Wir sehen, dass diese Sichtung, diese Bewegung überall auf der Welt jetzt, dass sie dort überall stattfindet. So we expect nothing less here. Also erwarten wir hier nichts anderes. As my brothers and sisters prepare to return to their homes, während meine Brüder und Schwestern sich vorbereiten, nach Hause zurückzukehren, I ask that your Holy Spirit would be heavy upon them to test the things that have been presented to them this week. Bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist ihnen auferlegst, Herr, dass sie diese Wahrheiten, die sie hier gehört haben, wirklich austesten. And we ask that you continue to be with us throughout the rest of these evening meetings. Wir bitten dich, dass du weiterhin mit uns bist, mit deinem Heiligen Geist, während dieses abendlichen Treffens. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.